Hallo, liebe Zuschauer, der neue Bußgeldkatalog für Thailand ist noch nicht gültig. Ja, hallo, liebe Zuschauer. Ich wurde gefragt, wieso ich kein Video dazu mache, wie das jetzt mit dem neuen Bußgeldkatalog aussieht. Ganz einfach, weil er ja noch nicht offiziell ist. In den Medien wird darüber berichtet. Viele meiner Kollegen in YouTube machen das auch schon, aber müssen jetzt zurückrudern. Das war ja nur ein Vorabgedanke der Regierung. Man denkt jetzt darüber nach, der Bevölkerung 3 Monate Zeit zu geben, sich darauf einzustellen. Man kann ja nicht von heute auf morgen einfach was ändern und die Bevölkerung weiß nichts darüber und lässt sie voll ins Messer laufen. Hier, so läuft das also nicht. Ja, und ob die Preisgelder oder die Kopfgelder auch wirklich umgesetzt werden, bezweifle ich. Da sind nämlich vierfache Erhöhungen. Und wenn man da nicht nur auf die Touristen guckt, um die zu melken, kann man eigentlich sagen, ist der normale Thailänder bankrott. Wenn er 5.000, 6.000 Baht nur übrig hat im Monat und er muss dann 2.000 Baht bezahlen, wenn er ohne Helm fährt. Oder wenn die Schule anfängt morgens und sie machen Kontrollen, man hat 2, 3 Kinder drauf, dann hat man das ganze Monatsgehalt ist dann weg. Also das bezweifle ich eigentlich, dass das so durchgesetzt wird. Aber ich kann mal einen Auszug aus den Gedankengängen der Politiker bringen. Also normalerweise war es ja ohne Helm zu fahren 500 Baht. Das soll auf 2.000 Baht erhöht werden. Was spaßig ja bei der ganzen Sache ist hier in Thailand, man bezahlt das Geld und man bekommt dann einen Schein und kann weiter ohne Helm fahren. Das wäre ja in Deutschland unmöglich, aber hier ist ja wohl alles möglich. Zum Beispiel auch, wenn man sich ein Auto mietet hier und man fährt ohne Sicherheitsgurt, war bisher auch 500 Baht, das soll auch 2.000 Baht kosten. Und wenn man ein Stoppschild überfährt oder ein Zebrastreifen, wo also gerade einer steht, der möchte die Straße überqueren, 4.000 Baht Strafe. Also hier auf Koh Samui, ich habe noch niemanden gesehen, der angehalten hat. Man muss sich durchkämpfen als Fußgänger, um über den Zebrastreifen zu kommen. Ja, hier eine andere Sache, die aber schon gefährlicher ist. Das ist also, wenn man unter Alkoholeinfluss fährt. Da steht zum Beispiel auch drin, man darf nur 0,05 haben. Das ist ja fast null oder ist null. Ich glaube, da ist auch ein Schreibfehler drin. Also das war in der Vergangenheit 0,5. Und da ist eine Strafe von 20.000, von 5.000 bis 20.000 Baht drauf. Jetzt wird das richtig teuer, wenn man also das zweite Mal erwischt wird. Dann muss man zwischen 50 und 100.000 bezahlen oder ein Jahr Gefängnis. Ja, und hier Geschwindigkeitsüberschreitung, sowas kennen wir ja hier in Samui gar nicht. Wir haben ja keine Geschwindigkeitskontrolle. Jeder kann fahren, wie er will, so ungefähr. Das war bisher 1.000, das soll auf 4.000 erhöht werden. Also, hier in Thailand ist es immer so, man prescht vor einige Leute mit Informationen. Man deklariert sie, dass sie offiziell sind, sind sie aber nicht. Da gibt es ja ein spezielles Blatt von der Regierung und wenn es da drin steht, dann ist es so. Es ist auch richtig so, dass die Bevölkerung und auch die Touristen informiert werden, wie hoch die Strafen hier sind, damit man sich darauf einstellen kann, also dass man einen Helm zum Beispiel dabei hat. Und dass die 3 Monate jetzt Einführungszeit da sind und die Bevölkerung informiert wird, finde ich richtig. Aber ob die hohen Kopfgelder hier, die Strafen, das finde ich also nicht so okay. Da kann man also auch schon dran fühlen, dass vor allen Dingen die Touristen hier gemolken werden. Welcher Polizist hält denn jemanden an, der mit 2 oder 3 Kindern fährt, die haben keinen Helm und er weiß ganz genau, dass die Familie dann nicht mehr über den Monat kommt.
Ich hoffe, dass sie diesbezüglich eine vernünftige Regelung machen, wie zum Beispiel, wenn man ohne Helm fährt, dass man auch nicht mal weiterfahren kann. Da muss man sich einen Helm besorgen und nicht einfach nur das Geld bezahlen und man fährt dann weiter. Das wäre ja zum Beispiel eine Maßnahme. Und auch, dass der Polizist, der auf dem Roller sitzt, ohne Helm an einem vorbeifährt. Die Polizisten sollten hier denn immer ein Vorbild sein. Okay, das war's. Wie ihr seht, ist es manchmal nicht schlecht, ein bisschen zu warten mit Informationen, bis es offiziell wird. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.